Los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, mal wieder beim samstäglichen Verantwortungstreff. Schon eine ewig lange Tradition in Schenker-Bewegung. Wir wollen nicht nur über tausend Kleinigkeiten des Lebens reden und nachdenken und da so verstrickt sein in den oberflächlichen Fluss, sondern wir wollen uns immer mal wie eine Auszeit die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus bei alledem mit der Verantwortlichkeit? Was bedeutet uns Verantwortlichkeit? Ist das alles, was wir da so machen, als verantwortlich anzusehen irgendwie? Oder wie können wir was ändern? Und hier ist also ein völlig offener Gesprächskreis, zensurfrei. Unser Anliegen ist es wirklich, dass es Argumente Gleichberechtigung unter den Menschen gibt und jeder soll alle Argumente sagen können und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen, die Qualität der Argumente herauszufinden. Gleichzeitig sind wir so etwas hier wie ein Keimling auch für Kommuneentwicklung, nämlich ein Keimling im Sinne einer digitalen Kommune-Gruppe oder Kommune-Vorbereitungsgruppe. Wir haben normalerweise ein gewisses Standardteam, also im Kern sind es normalerweise der Dylan, der Louis und ich. Da kommen öfters jetzt noch ein paar Leute dazu. Im Moment heute haben wir die Gela mit dabei, eine ganz engagierte Mitaktivistin, die auch schon in Kauf genommen hat, für illegales Zelten auch vom Staat mit Strafanzeigen bedroht zu werden und so weiter. Also eine tapfere Mitidealistin, die vor allem auch für das Demokratiefürsorgecamp in Berlin, wo wir also vor den Toren der Macht die ganzheitliche Alternative vorleben möchten, schon ihre Haut mit ins Feuer gehalten hat oder übers Feuer gehalten hat. Okay. Soweit sind wir. Dann gebe ich also weiter gemäß unserer üblichen Reihenfolge für den ersten inhaltlichen Beitrag an den guten Dylan. Ja, ich zeige erstmal ein Foto von mir. Dann haben wir hier ein Foto mit Louis. Leider jetzt noch nicht da. Öff, haben wir ja sowieso schon gut im Bilde. Sehen Sie ja in der Kamera. Dann nochmal ein Foto von mir im anderen Styling. So, unsere Kommunenannonce. Und das, jetzt kommt das, womit ich heute beginnen will. Mein erster inhaltlicher Beitrag. Ich lese das vor, was hier vor mir steht, und Sie können das ja auch mitlesen. Und also, ich lasse die Zeit laufen. So, vorab, für mich ist der Samstalk, also diese Viertel nach acht Talkshow, die erleuchtetste Runde dieser Erde, was Öffi zum Beispiel zuletzt bewiesen hat mit seiner Formulierung, ich habe es mal so zusammengefasst: vernünftiger, verantwortlicher, freiwilliger Zuchtwahl und mit der Frack, ohne die ja auch keine Liebesbeziehung jemals wirklich glücklich bleiben kann. Sollten wir das auch offensiver auch so anbieten? Also so mein Hinweis auch an dich, Gela, ja, vielleicht sollte man das nochmal deutlich machen. Also ich bin ja jetzt nun 50 Jahre in der Wissenschaft und muss schon sagen, also was der Öffi drauf hat, dem begegnet man nur extremst selten. Ich weiß auch nicht, ob mit dem Öffi unsere einzelnen Professoren, die 23 Professoren vom Weltrat mithalten können. Ich weiß es nicht. Also da, ich kenne sie ja auch nicht so gut und so genau. Und also der Öffi ist schon eine extreme Ausnahme, weil zum Beispiel auch das mit der vernünftigen, verantwortlichen, freiwilligen Zucht war. Da höre ich irgendwie Musik. Ach so, das kommt von dir. Das ist kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ist nicht so laut. Ist nicht so laut. Man hört trotzdem noch was. Also dieser Gedanke mit der vernünftigen, verantwortlichen, freiwilligen Zuchtwahl, so weit kommt kaum jemand, der sich mit Wissenschaft beschäftigt. Denn diese Überlegung, dass wir in der Natur, dass die Natur, nur die besten Biologen erkennen, dass ja die Natur eigentlich lauter Mechanismen hat, um dafür zu sorgen, dass die Genqualität in einer Gruppe erhalten bleibt. Denn Evolution ist ja ein nie endender Wettbewerb. Ich erinnere nur daran, dass auch
die Frauen Frauen und Männer olfaktorische, also Geruchsfaktoren haben, wo sie zum Beispiel dann nur eigentlich normalerweise sich nur dann annähern, wenn die Immunsysteme so, die Genetik für die Immunsysteme so unterschiedlich ist, was man am Geruch erkennt sozusagen, dass dann auch wirklich Kinder mit einem sehr starken und konkurrenzfähigen Immunsystem, also zum Beispiel gegenüber Viren und Bakterien, konkurrenzfähigen Immunsystem geboren werden, ja. Also die Natur kennt lauter Mechanismen, die Genqualität, für die Genqualität zu sorgen und dafür zu sorgen und aber auch Mechanismen eben, um die Überbevölkerung zu verhindern und dass man mit Öffi über diese Dinge alle nachdenken kann, das findet man in der Welt ganz, ganz selten. Also deswegen bleibe ich bei meinem Satz, die erleuchtetste Runde dieser Erde bieten wir hier den Leuten. Und ja, und dann muss ich aber dazu sagen, allerdings überhöre ich immer wieder auch wegen der Technikarbeit und vielleicht auch sonst eingebrachte Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer und bekomme sie erst beim Nachher anhören mit, weswegen wir auffordern sollten, sagt immer alles, was ihr für wahr haltet. Wo wir uns irren, zum Beispiel der Öffi und ich uns irren und so weiter. Und wiederholt es aber auch immer wieder, denn manchmal kriegt man was nicht beim ersten Mal mit. Also Wiederholung ist eigentlich das wichtigste Prinzip. Immer alles, was man denkt oder wo man denkt, dass wir uns irren, lieber 10-mal sagen als einmal. Ne? Ja? Denn sonst gewinnen nach und nach die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten die Überhand. Ne? Ja, dann meine Schlüsselfragen sind ja, sind wir schon so, dass Neuinteressenten empfinden, hier bin ich angekommen, hier bin ich zu Hause, hier bleibe ich? Denn das muss ja unser Ziel sein, dass also die erste Ebene ist, dass man das Gefühl hat, dass man bei seinen besten Freunden überhaupt ist. Ne? Oder was können wir so, noch besser machen? Sind wir noch von den vitalsten Grundbedürfnissen des Menschen, zum Beispiel nach Liebe, zu weit entfernt? Bedeutet eine Einladung zum Essen, ja, das war diese Frau, die leider für heute abgesagt hat, bedeutet eine Einladung zum Essen schon mehr Hoffnung auf Liebe als unsere Runde? Gehen wir an den innersten Sehnsüchten der Menschen vorbei? Das müssen wir uns immer wieder fragen, ne? Unsere Runde hat ja das Ziel, das bestmöglichste Treffen von den persönlichsten zukünftigen besten Freunden zu sein für die Teilnehmer. Sind wir schon für alle Neukommenden der Treff der besten Freunde ever? Oder wo müssen wir noch besser werden? Müsste, wo irr ich mich, wo irrst du dich, noch konsequenter als zweiter Punkt des Gesprächskreisplenums fokussiert werden? Und der dritte Punkt des Gesprächspreisplenums, empfindet jede Person das schon als den Treff der besten Freunde ever? Stimmen wohlfühlen und super glücklich sein damit? Oder wo noch nicht? Was fehlt noch? Ist schon die kleinste Chance, einen Liebespartner zu finden, attraktiver? Oder gemeinsam essen zu gehen? Weil uns diese für Menschen wichtigsten Dinge fehlen? Wenn vielleicht doch erst Brecht in Klammern das Fressen und Lieben in Klammer, und dann die Moral kommt, dann wäre zumindest Foto per Mail zum Einblenden gut. Menschen finden sich auch zusammen über das Olfaktorische, passen die Gene so gut zusammen, dass gezeugte Kinder weiterentwickelte, starke, überlebensfähige Immunsysteme bekommen, Fragezeichen. Aber so weit ist die Technik noch nicht. Sie arbeitet wohl am Taktilen, also online wird es wohl irgendwann taktile Berührungsmaschinen geben, dass man sich streicheln kann, ja. Aber beim Geruch ist man wohl, glaube ich, noch nicht so weit, ne? Öffi übrigens wieder ein bisschen weiter zur Mitte rücken, ne? Ja, so. Falls aber Menschen so wären, dass sie sich nur dort zu Hause fühlen können, wo man ihren Irrtümern völlig zustimmt, dann hätten wir wohl keine Chance. Ja, und Ceterum censeo ist ja mein Satz. Im Übrigen meine ich habe keine Ahnung, ob wir gegen diese Diktatur der Sparten mit all ihren vorteilbringenden Irrtümern überhaupt mal ankommen können. Ne? Ja, und dann, ich werde nachher dann in der zweiten Runde, werde ich eben da nochmal ansprechen. Ich werde über die Kindstötung sprechen, die auch für Wissenschaftler ein ganz wichtiger Punkt ist.
Und ja, und heute soll es eben darum gehen, ja, Gela, gell, sag uns, wo FF sich irrt und wo ich mich irre. Denn nur so kommt man voran, ne, in der Kommunenarbeit, in der inhaltlichen Arbeit. Wo irren wir uns? Ja? Wie nennt man das? Die wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Und ich gebe weiter, und wenn ich jetzt von der Gela was höre, dann drehe ich erstmal die Gela laut, und wenn nicht, ist der FF dran. FF, ich gehe davon aus, dass du dran bist. Ich habe von Gela nichts Lautes gehört. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, also ich bin natürlich beeindruckt davon und finde es auch also schön natürlich, wie der Dylan die Qualität unserer Runde hier beschreibt. Also in der Sache hat er, glaube ich, recht, weil wirklich so gut wie nirgends kann zu Ende gedacht werden. Die Leute springen irgendwann zur Seite, weil andere Interessen als die beste Argumentenfolge für sie einfach wichtiger sind. Und ja, damit lebt man, glaube ich, an seinem Wesen vorbei. Und wir werden auch die Probleme der Welt nicht so gut lösen können, wie es nötig wäre, wenn wir nicht sagen, das, was vernünftig ist, ist für mich der höchste Wert. Und darin sehe ich den höchsten Glücksflash. Und deshalb wird das zugelassen. Ganz egal, welche Bauch-, Rücken- oder Fußimpulse dagegen sprechen. Das wird trotzdem zugelassen, und wenn ich da merke, irgendwas rebelliert in mir, sodass ich mich damit gar nicht richtig glücklich und entspannt fühle, dann wäre es dran, das aufzuarbeiten. Was hindert mich, nach meinem eigentlichen Wesen zu leben? Wie kann ich diese prägenden Suchtstrukturen in mir durchschauen und auflösen? Also da käme es wirklich drauf an, weil das große Problem ist nicht in der Welt, dass wir nicht die ausreichenden Argumente hätten, um voranzukommen oder Durchblick zu bekommen und Probleme lösen zu können. Das Problem ist, dass wir diese vorhandenen richtigen Argumente nicht anschauen wollen, weil wir von anderen Interessen gebunden sind. Ja, also bei uns hier in der Familie ist das anders. Also eben stand meine heiße Frau hier schon wieder neben mir, ne? Wir überlegen ja eh schon, ob wir nicht hier durch gewisse Elemente des aktiven Bonobo-Vorlebens die Attraktivität unserer Talkshows und so vielleicht noch ein bisschen steigern sollten. Ihr wisst, ich denke auch für die Jugend. Eine Vielleicht muss kurze man. Unterbrechung, merkt ihr, wo du warst? Ja, ich sagte gerade, also vielleicht meine Frau und ich überlegen immer, ob wir eine Sexeinlage oder sowas einbringen müssen, um die Attraktivität zu steigern, dass wir im Fernsehprogramm mithalten können oder es überbieten können. Ist natürlich nicht die eigentliche Strategie, weil eigentlich muss der Mensch ja geflasht sein durchs richtige Denken, ne? Richtig denken ist der bessere Orgasmus als ein sexueller Orgasmus. Aber solange wir sie da nicht haben oder so, ist die Frage, wodurch man sie so ein bisschen antören kann, dass sie das hier wichtiger finden als, was weiß ich, essen gehen oder 20:15 Uhr Tatort gucken oder sonst was. Und für die Jugend, ne, also mein kleiner Sohn, also die sind alle so gebannt von irgendwelchen blödsinnigen Computerspielen, dass das eine echte Frage ist. Wodurch kann man ihnen die Einsicht vermitteln, dass andere Dinge nicht nur wichtiger sind, sondern schöner sind? Dass, wenn man sein Hirn entwickelt und nimmt Anteil am Leben so und an der Lösung der großen Probleme in der Welt, das, wo viele Menschen drunter leiden, dass das einem eine höhere Qualität gibt des inneren Erlebens und des ganzen Seins, ja. Vielleicht brauchen wir dafür ein Computerspiel noch, also wo die Leute dann noch mehr geflasht sind als von diesem blödsinnigen Fortnite oder sonst was Spiel. Wie auch immer, also der Königsweg ist natürlich, dass wir es vorleben. Dass mit uns wirklich radikal über alles offen und ehrlich nachgedacht und gesprochen werden kann. Dass wir da nicht irgendwelche sturen Betonmauern aufbauen oder Ablenkung oder Ausflüchte. Also oft, wenn ich mit Leuten rede, hört sich das so an. Also ich habe wirklich mal einen gehabt, der war bei der Lufthansa. Hat er Flugzeuge mitgebaut. Aber wenn es um die Teilnahme am alternativen Leben ging, meinte er, dass er da so sehr sich als einfacher Ursprungsmensch fühlen wolle, dass er nicht mehr lesen und schreiben könne. Also fürs Ideale, für die Ideale oder sein idealistisches Engagement war es ihm nicht mehr möglich, irgendwie, was weiß ich, sogar nur seine Unterschrift unter einen idealistischen Text zu setzen, während er Flugzeuge gebaut hat. Also es ist der reine Wahnsinn, wie die Leute sich das zurechtmachen, dass sie fürs Mitmachen beim Verkehr zu allem Möglichen bereit sind
Und wenn es darum geht, rauszugehen aus dieser kaputten Sucht- und Zerstörungslogik, dann ist ihnen jeder Handschlag zu viel, mit irgendwelchen Ausflüchten wie, ja, die Urmenschen haben vielleicht auch nicht geschrieben, haben nicht lesen und schreiben gekonnt. Ja, also Jungs und Mädels, das müssen wir alles so ein bisschen überwinden können, aufheben können, auf höhere Ebenen. Und ja, damit belasse ich es mal bei diesem ersten Teil jetzt so, ersten Beitrag und gebe wieder weiter. Ja, danke schön. Dann mache ich weiter. Und zwar, also, wie gesagt, ich muss das vielleicht noch mal kurz erläutern, warum das so aus meiner Sicht so ein Meilenstein ist, dass der Öffi beim letzten Mal gesagt hat, davon gesprochen hat. Ich nenne es ja dieses verantwortungsbewusste, vernünftige, freiwillige Zuchtwahl, weil die Sozialspaten haben quasi uns ja einer Gehirnwäsche unterzogen. Wir leben ja in Deutschland, in dem Land mit der stärksten Entwicklung von Wohlfahrt, also wenn wir mal an die USA denken, die ja sozusagen einen viel schlechter organisierten Sozialstaat haben als Deutschland, ja. Und also Deutschland hat den umfangreichsten Sozialstaat der Erde. Und das hat aber leider auch die negative Folge, dass die Sparte, die Sozialsparten sehr mächtig geworden sind in Deutschland und ungeheuer geistig, ungeheuer manipulativ und einflussreich geworden sind. Und da entstanden sehr verschiedene vorteilbringende Irrtümer. Und einer der zentralsten vorteilbringenden Irrtümer, den zeige ich jetzt mal anhand eines Schaubildes hier, ist der vorteilbringende Irrtum. Und es geht bei den Sparten, ja, also bei allen Sparten, auch bei den Sozialsparten, geht es immer darum, sich möglichst viel Kundschaft zu verschaffen, sich möglichst viel Profit zu verschaffen. Die Nahrungssparte versucht, sich möglichst viel Esssüchtige zu verschaffen. Die Alkoholsparte versucht, sich möglichst viel Alkoholiker zu verschaffen als Kunden. Und die Gesundheitssparte versucht, sich möglichst viel chronisch Kranke zu haben, möglichst viel Tabletten verkaufen zu können und, und. Und die Sozialsparten versuchen halt möglichst viele Arbeitslose, Obdachlose zu erzeugen, allerdings ohne jegliche Bewusstheit. Also ich behaupte ja immer, der Öffentlich behauptet ja immer, naja gut, den Leuten ist es vielleicht doch irgendwie schon teilbewusst, was sie da machen. Aber ich sage jetzt einfach mal, der normale Sozialspartler, den ich kenne, der ist sich überhaupt nicht bewusst, sondern der glaubt wirklich, dass er wahrhaftige Ideen hätte und erkennt gar nicht, dass er eigentlich vollgepumpt ist durch seine Ausbildung, durch sein Studium mit vorteilbringenden Irrtümern, die am Ende darauf hinauslaufen, dass die Armee der Arbeitslosen immer größer wird, der Langzeitarbeitslosen immer größer wird. Ich habe jetzt gehört, dass wir schon 15% der Bevölkerung eigentlich in Wirklichkeit arbeitslos sei. Und das, wenn man jetzt noch daran die ganzen Sozialsparten nimmt, das ist ein riesiger Teil der Gesellschaft schon, wo eben die Sozialspartler, ohne dass es ihnen bewusst ist, vorteilbringende Irrtümer entwickelt haben, die darauf hinauslaufen, dass man sozusagen glaubt, was man sagt. Und der größte Irrtum, den die Sozialsparten entwickelt haben, ist der Glaube, dass alle Kinder, die neu geboren würden, absolute Genies seien. Das heißt, man müsse jetzt nur die richtige Bildung draufschütten und dann würden aus allen Kindern Genies werden. Und die Naturwissenschaft hat das Ganze mal untersucht. Das wurde schon vor Jahrzehnten auch ausprobiert und getestet. Und dann hat man festgestellt, naja, hoppla, leider ist es so, dass die Kinder mit den größeren beziehungsweise leistungsfähigeren Gehirnen von Bildung total viel profitiert haben. Und die mit den kleineren Gehirnen tatsächlich
kaum von Bildung profitiert haben und der Abstand zwischen den einen und den anderen immer größer wurde. Je besser die Bildung wurde, desto gewaltiger wurde der Unterschied zwischen den Schnelllernern und Viellernern und denen, die sich beim Lernen schwer tun. Ja? Und der Abstand wurde immer größer. Also, das heißt, die Ungleichheit wurde immer größer, je mehr Bildung man darüber geschüttet hat. Ne? Und das wurde schon vor Jahrzehnten gemacht, solche Untersuchungen. Und so dass also dann die Biologen gesagt haben, ja, ist ja auch sonnenklar, da die Evolution Ungleichheit erzeugt. Muss man also, wenn man eine Gesellschaft steuert, muss man immer oder auch nur eine Kommune oder auch nur ein Kommunennetzwerk steuert, muss man sich immer Gedanken machen darüber, wer hat eventuell, wo sind eventuell die etwas größeren und leistungsfähigeren Gehirne, wo weniger und wie müssen wir dafür sorgen, dass es sich um eine gesunde Weiterentwicklung des Ganzen handelt, zum Beispiel auch das, was ich vorhin angesprochen habe, eine gesunde Weiterentwicklung der Immunsysteme auch handelt und so weiter. Ja? Also, dass man, wie Öff richtig gesagt hat beim letzten Mal, wenn nicht schon die Naturfaktoren, dass die Raubtiere immer die Schwächeren fangen oder die Unfähigeren wegfressen. Ja? Wenn ich solche grausamen Mechanismen der Evolution ausblende in unserer Gesellschaft, dann muss ich aber wenigstens das ersetzen durch eine vernünftige, verantwortungsvolle, freiwillige Zuchtwahl. Und dann stellt sich noch ein Thema, das ich jetzt nur anreiße, weil meine Zeit schon wieder rum ist. Nämlich, ich muss nachher über Infantizid sprechen, weil Kindstötung ist einer der Faktoren gewesen, auf den die Evolution ganz drastisch reagiert hat, nämlich mit den sogenannten Infantizidverhinderungssystemen. Ja, und darauf gehe ich aber in der nächsten Runde rein und fordere eben alle, Gela auf, für die nächste Woche schon mal darüber nachzudenken, wo irren wir uns, wenn wir über solche Dinge nachdenken. Ich kann aber nur nochmal abschließend für jetzt dazu sagen, über diese Dinge nachzudenken ist entscheidend. Weil im Moment noch befindet sich die Welt in einem weltweiten Wettbewerb. Die China und USA und Indien und Europa konkurrieren im Moment total gnadenlos darum, wer irgendwann die Oberhand gewinnt. Und vielleicht macht derjenige im Moment, sind wir ja noch nicht in einer friedlichen Welt, vielleicht macht der anderen anderen dann, die dann irgendwann schwächer geworden sind, irgendwann militärisch platt. Also so, die Welt ist leider noch so schlecht, wie sie ist. Wir sind noch nicht so weit, dass wir überall schon Pazifismus hätten. Und deswegen ist also dieses einigermaßen leistungsfähig bleiben, kann irgendwann genauso darüber entscheiden, ob die Indianer ausgerottet worden sind, die nordamerikanischen oder die südamerikanischen Indios, denn die waren beide etwas leistungsschwächer, waren vielleicht sogar waren viel gesünder als wir Europäer, waren aber waffentechnisch etwas leistungsschwächer. Und wir Europäer haben sie umgebracht. Wir haben die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet und wir haben die südamerikanischen Indios abgeschlachtet, die Spanier aus Europa, ne? Und so. Und es ist nicht gesagt, dass das alles schon vorbei ist. Also insofern ist immer so einem im Auge behalten, wie es mit unserer Gehirnqualität zum Beispiel weitergeht und so weiter, kann sogar vielleicht am Ende sogar überlebensentscheidend sein, ne? Ja. Ich gebe weiter an den FF. Ja, danke schön, danke schön. Also ich will erstmal noch betonen, weil das, was wir jetzt hier ansprechen, was der Dylan anspricht, ist zum Teil schon fortgeschrittene oder schwer verdauliche Kost für Menschen, die überhaupt erstmal einen Einstieg vielleicht suchen oder denen man einen Einstieg ermöglichen will. Deshalb rede ich, wenn ich mit Menschen so ins Gespräch komme, auch beim Werbung machen auf der Straße. Ich bin ja jahrelang als Wahrheitspilger mit Plakaten durch die Fußgängerzonen gezogen. Da rede ich erst einmal nicht über so etwas wie den Gedanken der freiwilligen, vernünftigen Zuchtwahl. Ganz Ich meine, kurz es wäre. Unterbrechung, ganz kurz.
Würde ich natürlich auch nicht machen, weil ich weiß, das sind ganz heiße Eisen. Die Leute sind so gehirngewaschen, dass sie über die solche schwierigen Themen gar nicht nachdenken dürfen. Denn wir sind ja alle so gehirngewaschen, dass wir alle in dem Aberglauben leben, es sei völlig unwichtig, wer welche Kinder kriegt, weil alle sind ja Genies und alle sind ja wunderbar und so weiter. Und das wird ja auch im Internet von manchen irreführenden Pädagogen gepredigt und so weiter. Ja, das würde ich mit niemandem erst so besprechen, sondern, aber wir sind ja hier wirklich auf dem fortgeschrittensten Niveau und da kann sowas eben auch mal Thema sein. Ich gebe, öffne, Ja, mach keine ruhig weiter. Frage. Keine Frage. Ich habe es ja auch selbst mit eingebracht. Also von daher, hier bei unserer Online-Universität sozusagen, da muss natürlich auch dem Forscherdrange keine Sperre entgegengestellt werden. Die Dinge möglichst zu Ende zu denken, soweit wie man etwas überhaupt zu Ende denken kann. Aber ich wollte sagen, ne, damit jetzt jeder, der hier vor der Kamera sitzt oder vor dem Bildschirm sitzt und denkt, oh Mann, jetzt bin ich aber total erschreckt und was sind denn das für Extremisten, dass der sich vor Augen halten kann, der Einstieg ist, dass ich einen Menschen frage, ob er ehrlich denken will. Ob er da bereit wäre, wenn dann irgendwie Ergebnisse kommen, dass er nicht danach geht, gefallen die jetzt irgendwelchen anderen nicht rationalen Motiven von mir oder gefallen sie denen nicht? Sondern dass das, was rauskommt, wenn man offen und ehrlich denkt, dass man dazu auch stehen will. Und dass, wenn da irgendjemand in Konkurrenz tritt, man könnte sich auch vorstellen, jemand kommt von außen und sagt, ja, hier, das kommt bei dir jetzt raus beim offenen und ehrlichen Denken. Ich befehle dir aber, das jetzt auszublenden oder dagegen zu handeln. Wollen wir offen und ehrlich denken und wollen wir dazu stehen? Also diese Grundfrage, da kann man es den Menschen, glaube ich, nicht leichter machen. Da muss man sie vor die Frage stellen, was denn letztlich ihre Orientierung im Leben sein soll, ihre Grundorientierung. Man kann es auch so sagen, diese Chance muss man ihnen geben. Denn im Grunde genommen, wenn man den Menschen das auch mit Bildern dann veranschaulicht, also ich glaube, kein Mensch wird es wollen, dass gerade wenn es um die Beeinflussung seines Verhaltens geht, dass man sagt, ja, wir stellen bei dir die Schräubchen richtig ein, ohne dass du das richtig mitkriegst und mitentscheiden kannst. Du funktionierst nicht richtig, wir müssen dich zum richtigen Funktionieren bringen. Das machen wir, indem wir bei dir was umstellen. Oh, du kriegst das nicht mit und kannst das nicht mitentscheiden. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, du würdest es nicht mitmachen wollen. Also ich glaube, kein Mensch will so behandelt werden, sondern wenn an seinem Verhalten etwas vielleicht nicht stimmt, dann will er das nicht unbewusst, sondern für ihn bewusst. Die Frage kommt, welche Schrauben jetzt verändert werden sollen und ob er dem zustimmen mag oder nicht. Und das muss man sich klar machen, weil davon hängt ab, ob man eben sich zufrieden fühlen kann oder so im üblichen Konsum, Lähmungstrott mitmachen kann. Wenn man sich deutlich macht, was heißt eigentlich Mensch sein? Was heißt eigentlich freies Mensch sein? Also ich bringe das ja manchmal auf so Fragen. Wenn man die den Leuten am Anfang sagt, da kann man noch eine gewisse Hoffnung haben, dass dann Zustimmung kommt. Nämlich ich verwende zwei Bilder. Der freie Mensch will nicht in einem Zug oder Schiff nur entscheiden können, ob er in ein vorderes oder hinteres Abteil geht, sondern er will mitentscheiden können, ob er in Zug oder Schiff mit einsteigt und in welche Richtung. Und andere Formulierung, der freie Mensch will nicht vorgegebene Fragen nur beantworten, die einen oder anderen Fragen, sondern er will die Fragen mitstellen. Oder damit einbezogen werden, wenn es darum geht, welche Fragen stellen wir uns. Das sind Dinge, wenn man das einem Menschen am Anfang sagt, da hat man noch gewisse Aussichten, dass er dann wirklich angestoßen ist und sich überlegt, hey, hallo, wie sieht's denn da aus? Wie will ich's denn nun wirklich, dass mit mir umgegangen wird und ich für die Gesellschaft in Anführungszeichen richtig oder funktionierend eingestellt werde? Wenn er das nicht mitkriegt, dass das um die Grunddimension seiner Freiheit, seines Menschseins, seiner Souveränität oder wie wir das auch nennen wollen, geht, ob er den Rahmen auch mit durchschaut, ob er mit hinter die letzten Marionettenvorhänge
gucken darf und damit entscheiden darf, ob ihm das auch gut tut oder er das für verantwortlich halten kann. Wenn er das nicht kapiert, dann sehe ich wenig Hoffnung. Deshalb muss man das versuchen. Und damit komme ich noch zu dem Punkt, den der Dylan angesprochen hat. Ich behaupte nicht, dass ich letztlich weiß, wie es aussieht mit der Leistungsfähigkeit, also gerade jetzt, wenn es um philosophische, um ethische, moralische Fragen geht, der Leistungsfähigkeit der Gehirne, auch woran man es festmachen kann, ob es am Gehirnvolumen festgemacht werden kann und so weiter. Ich sehe aber auch, dass diese Fragen nicht tabuisiert werden dürfen, sondern dass da freie Wissenschaft zugelassen werden muss. Und ich glaube, dass ein Mensch sich dann, also auch diejenigen, die jetzt dann ins Grübeln kommen, na, wie ist denn das mit meinem Gehirnvolumen und wie stehe ich am Ende da? Kann ich mithalten? Ich glaube, dass es einen ganz hohen Anspruch gibt, erstmal Menschen gleich zu behandeln, friedlich zu behandeln, mit ihnen den Weg über Argumente zu gehen, statt sie anders zu unterdrücken oder zu manipulieren oder anzupassen. Und zwar ist das die Frage, unabhängig davon, wie groß im Einzelnen das Gehirnvolumen und die Leistungsfähigkeit ist. Ist ein Mensch imstande, sich mit Gedanken zu machen über diese Grundfragen menschlicher Orientierung, menschlicher Grundorientierung? Was ist der Sinn des Lebens? Was sind die ethischen Werte, nach denen man sich richten soll? Wenn ich bei dieser Frage, bei diesen Fragen feststelle, der andere Mensch kann sie sich auch stellen, dann habe ich bei diesen Fragen große Probleme, eine höhere nachweisbare Kompetenz von mir vorzuweisen, mit der ich ihn zwingen dürfte. Mit der ich ihn sozusagen dann meinen Vorstellungen unterwerfen dürfte. Und das ist aus meiner Sicht die Kernbegründung der Gewaltfreiheit. Also ein Mensch, der mit drüber nachdenken kann, was Sinn des Lebens und die ethischen Grundwerte sein sollen, hat durch diese Schwelle, die er mit zu überschreiten vermag, einen Grundanspruch, dass man auch auf Argumentebasis mit ihm umgeht, also friedlich statt gewaltsam. Piep, Und piep, piep, insofern bin ich piep, ja, piep, piep. mache ich noch einen letzten Satz. Insofern bin ich ja der Anwalt und Apostel auch der freien Argumentekultur. Jeder Mensch, der das mitdenken kann, hat auch das Recht, erstmal so behandelt zu werden. Aber dann sollten wir das auch wirklich zur Hauptschiene unseres ganzen Umgangs miteinander und mit der Welt machen, statt dem auszuweichen. Ja, ich gebe weiter. Ja, also nur ganz kurz, was eben auch angesprochen wurde, ist eben zum Beispiel, es ist einfach für die Naturwissenschaftler ist es halt sozusagen, gilt es als feststehende Tatsache, dass vor, sagen wir mal, vor 20 Millionen Jahre unsere Urgroßeltern vielleicht ein 100 Gramm Gehirn hatten oder vielleicht sogar noch kleiner, ja, und dass wir heute 1,35 Liter Hubraumgehirn haben im Durchschnitt und manche eben 2 Liter, manche 1 Liter, in Wirklichkeit natürlich 900 Milliliter, aber ich lasse die Feinheiten weg. Zwischen 1 und ungefähr 2 Liter schwankt das bei Erwachsenen. Und es ist tatsächlich so, dass in der Evolution ein Tier, das ein größeres Gehirn hätte, zum Beispiel ein 300 Milliliter Gehirn, aber nur die Leistungsfähigkeit eines 100 Milliliter Gehirns hätte, dadurch eine wesentlich schlechtere Fluchtgeschwindigkeit hätte und von den Raubtieren dreimal so oft gefressen wird wie das andere, das 100 Milliliter Gehirn hat, aber auch eine Leistungsfähigkeit hat. Das bedeutet, dass für die Naturwissenschaftler es als bewiesen gilt, dass wir alle eine Evolution hinter uns haben, in der ein Gehirn nur dann auch sinnvollerweise größer ist, wenn es auch gleichzeitig eine größere Leistungsfähigkeit hat. Also dass doch eine sehr hohe Kopplung zwischen Größe und Leistungsfähigkeit besteht. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Der Wasserkopf zum Beispiel. Da ist das Gehirn sogar über irgendwie künstlich übergroß.
aber ist überhaupt nicht leistungsfähig, sondern es ist eher eine geistige Behinderung da. Also es gibt immer Ausnahmen, aber im großen Ganzen ist es halt so, dass in der Evolution Gehirngröße immer auch mit Denkfähigkeit und freier Argumentfähigkeit, auch mit der Argumentierensfähigkeit korreliert, also zusammenhängt, ja, so dass man, also ich wäre, wenn ich jetzt, wenn man mit diesen heutigen Untersuchungsmethoden das Gehirn untersuchen würde, würde man wahrscheinlich feststellen, dass er auch Richtung 2 Liter Volumen im Kopf hat. Das ist nämlich die Frage, das kann man nicht außen erkennen. Man muss gucken, wie viel Raum des Gesamtschädels überhaupt ausgespart ist für Gehirnmasse. Ne? Und das kann man nur, könnte man nur mit Computertomographie oder ähnlichen Dingen versuchen zu erfassen. Also von außen kann man das nicht erfassen. Ne? Und dann ist halt nochmal sehr wichtig, ganz kurz zum Infantizid. Ich beschreibe das mal, Gela sieht das jetzt natürlich nicht, ne? Aber die Zuschauer sehen es. Ich habe hier mal lauter Löwengruppen. Das seien jetzt keine Menschengruppen, sondern Löwengruppen. Ja? Und dann ist es eben so, dass eben hier in der Mitte zwischen den Rudeln flottieren junge Männer. Oft Brüder, Geschwister, kleine Männergrüppchen sozusagen. Und die versuchen natürlich über ihre Jagderfolge so gut sich zu ernähren und je nach ihrer genetischen Fähigkeit entwickeln sie eine höhere Kampfkraft zum Beispiel als andere Löwenmänner. Und dann fordern sie die Besitzer, die Eigentümer irgendeines Reviers, einer Frauengruppe und Kindergruppe, quasi zum Kampfe heraus. Und wenn sie dann die Inhaber, die bisherigen Löwenmänner, besiegen und vertreiben oder eventuell sogar töten. Es geht sehr grausam zu in der Natur. Dann töten sie diese jungen Männer als erstes. Nehmen wir mal an, sie hätten jetzt dieses Rudel hier erobert, also die Männer vertrieben. Dann töten sie als erstes die Säuglinge, der Frauen, die da sind. Die Frauen versuchen das zu verhindern, aber nicht mit großer Gewalt. Aber letztendlich schaffen es die Männer und töten alle neugeborenen Babys. Warum? Das ist alles immer die Logik. Das ist die natürliche Logik. Wir Männer töten Babys, die nicht unsere eigenen Gene tragen. Wir haben nur eine kurze Zeit, wie wir uns halten können, weil wir irgendwann nicht mehr die jugendliche Kraft haben und irgendwann kommen wieder leistungsfähigere junge Löwen mit besserer Genetik als wir und die schlagen uns dann und schlagen uns in die Flucht oder töten uns. Also müssen wir jetzt sofort die Babys töten und dann tatsächlich reagieren die Frauen nicht beleidigt, sondern fordern die Mörder ihrer Babys zum Sex auf. Weil auch die Frauen die Logik haben, ja, es macht keinen Sinn, jetzt darüber ein Theater zu machen, dass die Männer ihrer Genetik gefolgt sind und die Kinder getötet haben, sondern ich kann nur dann viele Kinder hinterlassen als Frau, wenn ich da nicht schmolle jetzt oder mich darüber aufrege, sondern die Mörder meiner Kinder zum Sex auffordere. Dann werde ich am schnellsten wieder schwanger und dann werden die Männer diese Kinder natürlich tolerieren, weil es ja ihre eigenen Gene sind, die sich dann fortpflanzen. Und das ist so grausam. Und die Evolution hat quasi wahrscheinlich über viele Millionen Jahre Wege gesucht, aus dieser ständigen Kindstötung bei großen Säugetieren aufzuhören. Ja? Weil das überall ist, bei Affen, bei Menschenähnlichen, bei Menschen. Man stellt also fest, wenn Väter wissen, dass sie der Stiefvater eines Kindes sind oder denken, sie seien der Stiefvater, dann ist die Tendenz, diese Kinder zu töten, ungefähr 40 Mal größer, als wenn sie denken, sie seien der leibliche Vater. Und auch die Misshandlungszahl ist ungefähr auch 40 Mal höher. Hat man alles mal untersucht, ne? Das machen halt Naturwissenschaftler, dass sie sowas alles auf Fakten hin untersuchen. Das heißt, Menschen, Affen, Bären, Grizzlies, Gorillas, Löwen und so weiter. Alle großen Säugetiere haben ständig Probleme damit, dass sie wertvolle junge Kinder abschlachten, töten, ja?
um selber dann ihre eigenen Gene hinsetzen zu können. Und die Evolution hat ewig gebraucht, einen Weg daraus zu finden, dass diese schreckliche Kindstötung aufhört. Und das ist dann das System, das ist dann der urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus, beziehungsweise der Homo erectus-Schenker-Kommunismus, ja? Und bei diesen beiden Arten, bei den Bonobos und beim Homo erectus, also unseren Urgroßeltern, wurde dieses System erfunden erstmals. Nämlich, wenn alle mit allen Sex haben und niemand mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, ein Kind zu töten, weil man könnte eventuell ja aus Versehen sein eigenes, einziges eigenes genetisches Kind töten. Und dadurch entstand dann, das nennt man dann Infantizidverhinderung. Und ich habe das dann genannt, es handelt sich um ein Infantizidverhinderungs-Großgruppenpaarungssystem oder um ein Infantizidverhinderungsgruppen-Ehesystem. Ja? Und dieses System läuft völlig ohne Kindstötung ab. Weder die Frauen töten Kinder, weil die Frauen ja mit den Frauen auch Sex haben und aneinander lieben, ja. Und die Männer wissen nicht, wer der Vater welches Kindes ist, und alle lassen sie die Kinder in Ruhe. Und die Kindstötung hat aufgehört. Bei den Bonobos gab's keine Kindstötung mehr. Es sei denn, die Frauen vernachlässigen bestimmte Männer beim Sex, schon fangen die an, wieder die Kinder zu ärgern. Das haben wir ja gesehen in einem Fernsehfilm, der letztens im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über die Bonobos lief. Da hatte die Frau einen jungen Mann vernachlässigt, und als er dann das Kind schikaniert hat, ist sie hinter ihm her und hat mit ihm Sex gemacht, damit er wieder in Liebe ist und aufhört, die Kinder zu schikanieren. Ne? Und dieses Aufhören der Kindstötung, die Frage ist halt, wie wir in unseren durch freie Argumentekultur geprägten denkenden Kommunen eine ähnliche Sicherheit gewährleisten wollen, wie das die Natur herausgefunden hat, dass wir diese Kinderschikanierungstendenz von uns Männern, die traurigerweise überall bei Säugetieren da ist, dass wir die in den Griff kriegen. Aber vielleicht hat ja auch Öffi dafür auch schon wieder eine interessante Antwort. Ich kann nur sagen, dass ich halt nur sagen kann, bei den Bonobos funktioniert's und bei dem Homo erectus hat es wahrscheinlich funktioniert, und es ging über den Mechanismus, dass niemand wusste, wer der Vater welches Kindes ist. Und dass deswegen dann die Kindstötung durch Männer aufgehört hat. Und weil die Frauen alle in Liebe miteinander sind bei den Bonobos, gibt es da auch keine Kindstötung durch Frauen. Denn bei Säugetieren gibt es sonst auch ständige Kindstötung durch Frauen. Also auch Frauen töten die Kinder anderer Säugetiere. Säugetiermutter. Also, und ja, aber vielleicht können wir das auch alles durch Vernunft ersetzen. Ja, aber interessante Frage, finde ich. Ja? Ich gebe weiter an Öff. Heute haben wir also heute richtig schwergewichtigste Themen. Ne? Ich gebe weiter. Ja, also ich glaube, dass an dieser Stelle bei der Frage, die Dylan da aufgeworfen hat, die Vernunftdimension wirklich zwangsläufig in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Denn wenn wir andere Mechanismen der Selektion, die brutaler sind, also wer kann sich im Kampf da besser durchsetzen oder auch äußerlicher sind, wer kann mehr Früchte ranschleppen oder so etwas, wenn wir das überschreiten wollen für höhere Kompetenzen auch, die mit in den Blick kommen, also wonach die Auswahl geschieht. Also dass im Falle von Bonobos vielleicht teilweise, also bei den Menschen dann aber auf jeden Fall, Fähigkeiten der Verhaltensorientierung, wie gehe ich um im Verhalten, im Verhandeln mit irgendwelchen Feinden oder mit irgendwelchen Menschen, die uns ausbeuten wollen, oder aber, dass der ganze Stamm auseinanderfällt, soziale Kompetenzen, die auch eine neue Qualität brauchen, weil wir eben nicht mehr so durch emotionale Faktoren, ob man es Instinkt oder was auch immer nennt, aber jedenfalls, das funktioniert ja alles nicht mehr automatisch. Das heißt, soziale und Verhandlungskompetenzen kriegen ein ungeheuer erhöhtes Gewicht. Und wir können die Mechanismen, die vorher in der Natur teilweise schon praktiziert wurden, um diese Kindstötungen zu vermeiden, nicht mehr übernehmen,
weil wir gerade auch in der Auswahl jetzt für die höheren Kompetenzen, komplexeren Kompetenzen, dann freiwillige, vernünftige Zuchtwahl praktizieren wollen. Das aber bedeutet, dass die Väter der Kinder und die Mütter der Kinder bekannt sind. Nicht nur das, sie werden gezielt ausgewählt. Das heißt, wir können keinen Nebel an dieser Stelle über die Gemeinschaftsprozesse ausschütten, sondern wir müssen das ins klare Licht der gemeinsamen Entscheidungen und der gemeinsamen Planung rücken. Damit fällt die Möglichkeit weg, dass eben da einfach nicht klar durchgeblickt würde oder gewusst würde, welches Kind ist jetzt von welchem Vater oder Mutter. Ich glaube allerdings, dass wirklich, wenn wir dann die Vernunft in den Mittelpunkt rücken, wo es nicht mehr anders geht, dass wir das auf verschiedene Weise ausreizen können. Wir können die Kultur der Offenheit, dass alle, also auch da, wo sie jetzt nicht die höchsten Kompetenzpartner sind, auch für die Weibchen, wir können die Lebensqualität der Menschen, die Möglichkeit, dass sie sich identifizieren mit dem Geschehen, dass sie zum Beispiel Kinder als Kinder des ganzen Stammes betrachten, dass sie nicht nur zärtlichen Austausch so offen gestalten, dass das sehr erfüllend sein kann, unter allen auch ein Stück weit, sondern dass sie die geistige Anteilnahme als Faktor mit ins Spiel bringen können. Also sie nehmen teil an der Kinderbegleitung ins Erwachsenenleben. Also ich habe oft festgestellt, dass diese Prozesse bei Menschen so intensiv sind, dass auch die, was weiß ich, Onkels oder die Erwachsenen, die als Lehrer der Kinder mit ins Spiel kommen, dass das so eine Verbundenheit, eine Identifikationsebene miteinander auch erzeugen kann. Ich rede jetzt noch nicht von den höchsten philosophischen, religiösen, wertmäßigen oder gar mystischen Ebenen, wo sich Menschen verbinden können. Aber alleine dieses Anteil aneinander nehmen, also der Mensch ist das Erziehungs- und Lern- oder lehrbedürftigste Wesen überhaupt. Also da gibt es Ebenen dann, wo zur allgemeinen Erfüllung der Stammesmitglieder da ein gemeinsamer Vorgang draus gemacht werden kann, dass es zusammenschweißt, dass es hochgradige Identifikation miteinander ermöglicht. Und ja, dann kommen eben noch Sachen auch dazu, wie, und das betone ich ja oft, und ich bin mir voll dessen bewusst, wie unrealistisch das erscheinen kann. Aber wenn wir eine verantwortliche Entwicklung auf Ebene des Menschen oder der Menschheit uns vorstellen wollen, kann sie nur durch rationale Einsicht verantwortlich werden. Da sind keine Automatismen mehr, die die Verantwortlichkeit herstellen. Egal, ob man das Instinkt nennt oder Dillon sagt, man könnte es auch schon bei den höheren Säugetieren nicht als Instinkt bezeichnen. Aber auf jeden Fall sind es andere und emotional geprägte Steuerungsfaktoren als die wissenschaftliche Rationalität. Zur wissenschaftlichen Rationalität auf dieser Ebene, wie wir es bräuchten, ist nur der Mensch imstande. Und dafür bräuchten wir, sogar wenn es nicht alle können, ne, hoffen wir, dass die, die es nicht können, dann freiwillig das Steuerruder auch an die geben würden oder denen überlassen würden, die es können. Aber dann müssen wir uns Verantwortungsreife eben wirklich so vorstellen, dass sie auch ausreichend weit schauen kann. Und das wäre Verantwortungsreife, so wie es die Entwicklungspsychologie mit dem Namen Post-Conventional Level bezeichnet. Und auch wenn Dylan und ich über sowas uns austauschen, er nennt es dann auch das ozeanische Einheitsbewusstsein. Ich nenne es in Weiterentwicklung des Begriffs Post-Conventional Level das Spirit Identification Level, also positiv formuliert. Nicht, dass der Mensch nur nicht mehr konventionell ist, sondern er ist identifiziert mit seiner Vernunftseele. Also ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle also solche Dimensionen erschließen, wenn wir eine echte Lösung denkbar werden lassen wollen. Alles klar, ich gebe weiter. Ja, und vielleicht kurz von mir die Bemerkung, wer über solche wichtigen Themen nicht im Sinne der freien Argumentekultur alle Aspekte beleuchten kann, der sollte aus meiner Sicht die Finger von Menschen lassen. Weil wenn man so wichtige, versteckte Dinge wie zum Beispiel Kinder quälen, aber auch Kindesmissbrauchstendenzen, wenn man sowas einfach gar nicht denkt,
sondern sich gar nicht mit dem beschäftigt, dann sollte man die Finger von Menschen lassen. Man sollte weder einen Staat regieren noch Kommunen supervidieren, weil man dann einfach von der Realität keine Ahnung hat. Ja, wir müssen uns klar sein, eben zum Beispiel sexueller Missbrauch kommt eben leider manchmal vor. Ja, sicherlich nicht bei sehr hochentwickelten, geistig sehr hochentwickelten Menschen, aber es kommt leider immer wieder vor, ne? Und deswegen, also wir sind hier auf allerhöchstem Niveau, weil wir hier über sowas sprechen können. Und genau das macht den Unterschied zwischen der erleuchtetsten Runde der Welt und diesen ganzen unerleuchteten Runden, weil die das gar nicht thematisieren können und damit eigentlich vom Leben gar nichts verstehen. Und ich will damit sagen, wenn wir das wirklich so machen, dass wir, wenn man das zum Beispiel so machen würde, dass wirklich, und wir waren uns ja einig, dass vielleicht ein Teil der Kommune, dass dann da wirklich die freie, vernünftige Zuchtwahl abläuft und dann weiß jeder, wer da der Vater von welchem Kind ist. Aber zum Beispiel innerhalb einer Unterabteilung Gruppenehe könnte es ja auch wieder unbekannt sein. So nach dem Motto, niemand weiß, wer der Vater ist. Also es gibt ja verschiedene Dinge, die man da machen kann. Aber jetzt, wir müssen nur dann halt immer die Augen offen halten. Denn wenn alle wissen, wer der Vater von wem ist, dann müssen wir immer ein bisschen die offenen Augen haben für verstecktes Quälen von Kindern. Wir müssen uns auch klar sein, dass auch der sexuelle Missbrauch bei den Bonobos und beim Homo erectus ja durch das Infantizidverhinderungssystem auch verschwunden war, weil wenn es sein könnte, dass dieses Töchterchen gerade genetisch von mir ist, dann ist es tatsächlich so, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen jetzt sexuell als sexuelles Objekt gesehen wird, viel geringer ist. Ja, also auch wir müssen halt aber dann schon auch immer offen sein. Sind jetzt alle Leute in der Kommune wirklich so weit entwickelt, dass sie weder anfangen, Kinder zu quälen, noch sexuell zu missbrauchen? Da müssen wir aber dann auch irgendwie immer zumindest mal ein offenes Auge für haben. Denn wie gesagt, man sagt ja auch manchmal sogar sexueller Missbrauch kommt manchmal bei erstaunlich gebildeten und klugen Leuten vor. Also deswegen, die Frage ist, wenn jemand diese Verantwortungsreife hat, gehe ich davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass er Gewalt gegenüber, dass er Kinder quält und dass er sexuellen Missbrauch begeht. Aber eine absolute Garantie, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass man dann für Menschen absolute Garantien geben könnte. Denn wie gesagt, ich weiß, wir kommen alle aus einer Natur, wo diese Dinge, Kindstötung, Kinderquälen, Kindesmissbrauch und so weiter, alle mal ganz natürlich waren, ne? Und ganz häufig vorgekommen sind. Heute ist es noch so, dass bei den Orang-Utans zum Beispiel es ganz normal ist, dass Männer Frauen dort vergewaltigen, weil die ein ganz merkwürdiges Paarungssystem haben. Also es gibt in der Natur leider alle möglichen unerfreulichen Dinge, ja? Wie gesagt, wir sind die eigentlich. Wir hatten das Glück, dass wir dieses Infantizidverhinderungsgruppensystem entwickelt hatten. Und jetzt müssen wir das ja durch Denken quasi ersetzen und mit Vernunft ersetzen und mit verantwortlichem Verhalten ersetzen. Und das ist aber anspruchsvoll, würde ich nur sagen. Aber ich hoffe, dass wir es alles hinkriegen, dass alles so funktioniert, wie wir es haben wollen. Ja, ich gebe weiter und vielleicht können wir uns ja auch langsam schon wieder ein bisschen dem Ende nähern. Aber wir haben heute wieder Dinge angesprochen, wo ich nicht wüsste, wo auf der Erde jemals über diese Sachen wirklich offen nachgedacht würde. Weil das sind Dinge, die sonst einfach nur, ja, zum Beispiel denken wir nur an die katholische Kirche, da wird nicht drüber gesprochen und da kommt es ständig zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Und Kinder werden da gequält und leiden, angeblich oder tatsächlich dann wirklich jahrzehntelang daran, ja. Aber ja, diese Nichtbewusstheit durchbrechen, dafür ist die Frag da. Alles müssen wir bewusst durchdenken und argumentieren können. Und deswegen ist das hier die erleuchtetste Runde der Erde. Und wer das nicht versteht als Zuhörer, der sollte sich selbst hinterfragen, weil er dann offensichtlich sehr weit von der Erleuchtung entfernt ist. Ich gebe weiter.
und wir suchen dann langsam wieder die Schlussrunde. Ja, also ich meine, wir haben jetzt ja auch die beiden heißen Eisen vom letzten Mal und was du zwischendurch, Dylan, damit ins Spiel brachtest, auch die Gefahr von Kinderquälen und Kindertötungen, haben wir ja schon mal so mit einem Grundriss auch in dieser Sendung behandelt. Herzlich gerne Einladung, das bis in alle Tiefen oder verfeinerten Zweige weiter zu verfolgen. Genau, uns zu sagen, wo wir uns da angeblich irren, ne? Man soll, das Genau, ist das genau. Entscheidende. Wir können alle nur weiterkommen, wenn wir sagen, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Ja, Genau, Punkt genau. 2 des Plenums, ja? Denn nur Genau. so kommt es zur Weiterentwicklung. Denn, das ist ja meine These, es ist eigentlich undenkbar, dass es eigentlich auch nur einen Menschen auf der Erde geben kann, der bei dieser gesamten Diktatur der Spaten, ich zeige es gerade noch mal so kurz, ja, bei dieser schrecklichen Diktatur der Spaten, dieser 100 Spaten jeder Gesellschaft, nicht manipuliert ist durch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer irgendeiner Sparte, nicht gehirngewaschen ist, nicht Propaganda erliegt, ja? Das ist eigentlich fast unmöglich, würde ich sagen, ja? Auch ich selbst denke, ich habe garantiert noch nicht alle Irrtümer rausgeschmissen. Kann nicht sein, weil ich bin ja auch, ich bin total verklemmt erzogen zum Beispiel, ja? Und da sind immer noch Reste, ja? Es ist, ja, Öff, mach ruhig weiter. Ja, ich wollte sagen, da haben wir Umrisse gezeichnet. Wer es weiterverfolgen will, ich lade ja auch immer ein. Also ich versuche immer das Wichtigste zu machen, auf wichtigste Fragen bestbegründbare Antworten. Und im Bereich Kommunikation strebe ich deshalb an, über wichtigste Dinge mit geeigneten Menschen in bester Kommunikationsform mich auszutauschen. Die beste Kommunikationsform ist, sind aus meiner Sicht Foren, wo man die Themen auch richtig sortieren kann und auf rational geordnete, ansatzweise auch wissenschaftliche Weise dann mit den Dingen umgehen kann, also das anfangen kann, kann sich auch noch weiterentwickeln. Deshalb Einladung von mir, wer das bis in tiefste Tiefen oder feinste Verzweigungen weiter behandeln möchte. Meine Hauptkommunikationsform ist das Freie Argumentekulturforum. Im Moment, also, das kann ein bisschen schwanken immer, aber je nachdem, welches Forum gerade wie sehr angegriffen wird und was wie stabil ist und ja. Aber hauptsächlich ist jetzt im Moment da meine Plattform dann www.freie-argumente-kultur.de. Wiederhole, freie-argumente-kultur.de. Ansonsten haben wir jetzt tatsächlich 10 Uhr. Und ich bin ja hier in manche Strukturen so eingebunden, freiwillig, ne, weil ich das so auch will. Ob der Biorhythmus oder jetzt hier mein Familienleben, wo mein Sohn da schon hinter mir sitzt und wartet so. Also das schreit danach jetzt dann so, dass wir gegen 10 immer zum Ende kommen und ich mich auch diesen anderen Verbindungen noch widmen kann. Ja, Ja, ich würde freue nur mich noch über mal kurz reinbringen, ein Thema, vielleicht dann für die nächste Woche, das noch hochinteressant ist. Ich habe heute ist in Köln wieder der Herr Lischka aufgetaucht, der ja auch irgendwo Mitglied in der Partei des Gemeinwohls ist, ja. Wobei ja die Mitgliedschaft in der Partei ja nichts bedeutet, weil wir ja im Aufsichtsrat sitzen. Der Luis ist ja eben auch im Vorstand, und damit ist die freie Argumentekultur vertreten. Ich kenne auch jemanden aus dem Vorstand, der dann wiederum auch eben darauf setzt, eben dass wie sagt man, der ethisch-moralische Aufsichtsrat aus Diplom-Theologe Jürgen Wagner und Weltrat und Next Scientist for Future immer entscheidend ist und eben vor allem die Befragung repräsentativer Wählerstichproben und damit der echten Basis einer Gesellschaft entscheidend ist vor jeglicher Veränderung des grundsätzlichen Parteiprogramms. Ja? Dass also echt basisdemokratisch vorgegangen wird und nicht Willkür, selektive Stichproben irgendetwas entscheiden an der Basis der Bevölkerung vorbei. Ja? Denn wenn schon Demokratie, muss es die echte
Bevölkerungsbasis sein und nicht irgendwie eine Splittergruppe, die denkt, sie sei die Basis. Das, auch jeder Rechtsradikale oder jede Gruppe von Rechtsradikalen würde ja auch immer behaupten, wir sind das Volk und wir sind die Basis, aber sie sind nicht die Basis. Das ist nicht die Mehrheit. Ne? Und ganz kurz, was der Herr Lischka halt gesagt hat, ist auch ein hochinteressantes Thema, weil er meinte, dass eben der Öffi sehr altruistisch denken würde, interessantes Thema fürs nächste Mal vielleicht, und ja eben altruistisch bis zur potenziellen Selbstaufgabe auch gehen würde, um das Vernünftige zu tun. Also Öff, du hast das ja mal gesagt, gell, dass du, auch wenn mich das mein Leben kosten würde, ich muss den Weg des wahren Menschseins gehen, auch wenn das der Preis sein könnte. Ja, und dass das halt eben sehr altruistisch ist. Und er hat auch die Frage gestellt, ob das dann nicht dem gesunden genetischen, biologischen Genegoismus des jedes Lebewesens so ein bisschen widersprechen würde. Also immer können wir uns ja mal merken für nächste Woche, dass wir da mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Wie ist es mit dem Verhältnis zwischen Altruismus und gesundem Egoismus sozusagen. Ja, interessantes Thema hat er da zumindest mal angerissen. Also er selbst war halt der Meinung, dass Öff ihm etwas zu altruistisch orientiert sei, dass man so weit nicht gehen sollte, den Egoismus der Menschen als egoistische Säugetiere sozusagen, ja, da die so viel da so viel zu fordern von den Menschen. Er wollte sich so einer Forderung offensichtlich auch nicht unterziehen. Ja, also ich hoffe, du findest auch interessant, da vielleicht dann mal, dass man nächste Woche vielleicht mal über solche Themen nachzudenken. Ich Auf gebe jeden weiter. Fall, da bin ich voll damit dabei. Das ist ein ganz wichtiges und schönes Thema. Und damit würde ich für heute von meiner Seite aus an alle, ne, ganz herzliche Umarmung durchs Internet, an alle, an dich auf jeden Fall ja auch, Dylan. Ja, Es hat mich gefreut, es war aus meiner Sicht wertvoll. und ich Lasst frage uns gerade mal in nach, Zukunft ob die uns weiter Gela sehen. vielleicht sogar so immer noch dabei ist. Ich frage mal nach. Gela, bist du noch irgendwie, hast du einiges gehört? Nee, ich glaube, sie ist nicht mehr dabei. Ich kriege jedenfalls jetzt gerade, ich höre. Ach, der Luis ist auch dabei. Habt ihr denn einiges gehört? Einiges, ja. Und einiges Interessante dabei gefunden? Also ich glaube, ich kannte das schon, aber die Behauptung, dass wir die erleuchtetste Runde sind, fand ich natürlich sehr schmeichelhaft. Ja, genau. Ich bin auch noch dabei. Ja, alles klar. Also wie gesagt, Bald und auch bin ich umarmt von hier aus. ja, und vielleicht nächste Woche dann ebenso auch mal ruhig dieses Thema, wie weit kann der Altruismus wirklich so weit gehen, wie Öffi es von sich verlangt? Oder wo ist auch muss auch der Egoismus des Menschen zum Recht kommen dürfen? Aber das ist eine ganz interessant, das hat der Herr Lischka aufgeworfen, das Thema. Also, aber das können wir ja nächste Woche machen, ja? Also dann bis nächste Woche, vielleicht haben wir dann bessere akustische Bedingungen, ne? Ciao. Tschüssi, bis bald. Tschüssi. Ciao.